Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT von der Rachpal IT Solutions. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Hallo, mein Name ist Nils Kappen. Hallo, mein Name ist Jan Kappen. Wir haben eine Videoreihe zum Thema Office 365 Hybrid-Szenario aufgebaut. In den einzelnen Videoszenen kann der Aufbau und die Konfiguration in unserer Testumgebung nachvollzogen werden. Im ersten Schritt gehen wir auf den generellen Aufbau ein, wie eine On-Premise-Installation von Exchange aufgebaut ist und erläutern die Infrastruktur nach einer Umstellung zu einem Hybrid-Szenario. Wie wir hier sehen, haben wir einen Exchange-Server, einen Active Directory Domain Controller und unser kleines Netzwerk mit den zwei Benutzern. Einmal der Nils, einmal ich. Und wir sehen, wenn eine E-Mail reinkommt aus dem Internet, dann wird sie direkt an den Exchange-Server zugestellt und die Benutzer bekommen ihre Mails und können dadurch entweder untereinander kommunizieren oder halt jeweils mit ihrem externen Kontakt. Die Umgebung ist hier nur relativ klein aufgezeichnet. Natürlich gibt es noch Clients und andere Sachen und so weiter. Das nur zur Erklärung, wie die Umgebung vorher aussieht, bevor die Umstellung passiert. Nach der Umstellung sieht es ein bisschen größer aus. Nach der Umstellung sind einige Server hinzugekommen. Da gibt es unter anderem den Dürsing-Server, der die Domäne oder die Active Directory-Daten in die Cloud synchronisiert. Des Weiteren ist ein ADFS-Server hinzugekommen. Dieser ist dafür notwendig, dass das Single Sign-On von extern sowie von intern funktioniert. Man sieht hier an dem Schaubild schön, dass der User Jan Kappen sich momentan noch in der On-Premise-Umgebung befindet und meine Wenigkeit wurde in die Cloud verschoben. Das Postfach liegt jetzt auch in Office 365. Aufbau ist jetzt so, dass der X-Record weiter auf dem On-Premise-Exchange zeigt und dieser dann feststellt, ist der User in der Cloud oder befindet er sich in der On-Premise-Umgebung. Und nachdem er das festgestellt hat, wird die Mail entweder in das lokale Postfach, in dem Fall wäre das Jan Kappen, oder in das Office 365 Postfach weitergeleitet. Kann man das Ganze auch noch drehen, dass die Mail erst zu Office 365 läuft und dann bei uns zugestellt wird, eventuell wegen Verfügbarkeit oder so? Der Aufbau lässt sich auch andersrum aufbauen, richtig, ja. Okay, dann kommen wir zu der technischen Erklärung der ganzen Geschichten. Wir verwenden in den Videos ein paar Namen, ein paar DNS-Adressen und so weiter. Das hier ein kurzer Aufbau, wie es nachher aussieht. Der Exchange-Server ist mit zwei Netzwerkkarten sowohl an das lokale Netzwerk als auch an die DMZ angebunden. Das Gateway hat er in der DMZ, das heißt, er ist relativ gut erreichbar über SMTP, über HTTPS von außen. Der zweite Server, der ebenfalls in der DMZ mitsteht, ist der ADFS 2.0 Server. Dieser heißt als Maschine VADFS und ist von außen über adfs.it-solutions.eu erreichbar. Wir sehen hier, sobald wir uns extern befinden, verwenden wir die offiziell registrierte Domain it-solutions.eu. Sobald wir uns intern in unserer Windows-Domäne befinden, benutzen wir die it-solutions.local. Wir haben das genutzt oder so eingestellt, weil die meisten Umgebungen generell lokale Domänennamen haben und nicht sowohl extern als auch intern die gleiche Domain benutzen. Und die Bilder sind auch generell immer noch unter den Beiträgen bzw. den Videos vorhanden. Das heißt, wenn Sie mal kurz Fragen haben oder sich fragen, was für ein Name das jetzt gerade ist, was dort aufgelöst wird oder benutzt wird, dann hier immer noch das Schaubild zur besseren Darstellung oder zur einfachen Darstellung. Sie können nun die Videoreihe sich anschauen und sehen im Video Nummer 2 Vorbereitung des Domain-Controllers. In Video Nummer 3 geht es um den Verbundserver und die Konfiguration sowie die Vorbereitung der Domäne. Video Nummer 4 beinhaltet die Einrichtung und Installation der Dürsing-Server. Und Video Nummer 5 geht es um ADFS-Verbundsproxy, um die Konfiguration und Erstellung eines Zertifikats. Im Video Nummer 6 gehen wir auf dem Exchange Hybrid Wizard ein und in Video Nummer 7 testen wir das Ganze und verschieben mal ein paar User hin und her. Ja, wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schauen. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Ciao! Sie
Sie sahen einen Videocast der Rachval IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.